Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks und zwar mit dem sturen Emil. Nein, natürlich heißt er Sankt Emil. Nein, das heißt wirklich sturer Emil. Ich finde es immer nur lustig, da ein paar Leute zu trollen, weil es ist oft so, dass ich Sankt Emil sage und dann sagt er, oh nein, aber der heißt sturer Emil. Ja, ist mir schon bewusst. Und hier zeigt er uns ganz schön unbewusst, dass dieser Panzer eine tolle Neigung hat, der Kanone. Gespielt wird er hier von Niki B 500. Niki B hat aktuell 6000 Gefechte auf der Uhr, also von dem her wird da noch ein bisschen was an Erfahrung kommen und bitte keine WN-Diskussionen an dieser Stelle. Er hat auf jeden Fall hier vorne den T-54 Lite schon im Blick, kann aber hier nicht drauf, weil der natürlich dementsprechend oben platziert ist. Aber dieser Panzer ist gerade dafür gemacht. Oh, naja, das ist optimistisch, aber da wirst du nicht drauf kommen. Dieser Panzer ist gerade dafür gemacht, Positionen einzunehmen, die eine gute Gun Impression erfordern. Weil das hat er unglaublich. Der Richtbereich nach links und rechts, der ist wiederum sehr reduziert. Da kommt er nicht weit rum. Aber eben hoch und runter, das kann er grandios gut. Man sieht da drüben jetzt die Dreier-Vierer-Linie, da drückt der Gegner massiv rum, da ist er massivst vertreten und dementsprechend wird auch das die Seite sein, die er braucht und auf die es ankommt. Und da kommt er sogar schon auf den T-71 in der Tendenz drauf. Einzielzeit ist leider etwas, ja, länger. Dafür, wenn er aber dann mal treffen sollte, hat die Kanone einen sehr schönen Schaden. Wir warten den Schuss noch ab, bevor ich auf die Kanonenwerte eingehe. Und der sollte doch treffen. Ja, 550 Schaden. Wir haben nämlich einen Durchschlag von 231. Und dementsprechend ist es schon sehr ordentlich für den Tier 7 TD. Der T-71 haut da jetzt auch eher ab. Oh ja, da hat man gerade gesehen, also so Snapshotten ist nicht ganz so leicht. Also da mal eben so einen Gegner anvisieren, um den dann zu hitten. Ja, der Kanone muss man einfach die Zeit geben, die sie braucht. Anders geht's nicht. Da drüben jetzt IS-3, ein anderer sturer Emil, KV. Da ist jetzt einiges da drüben. Er selber kommt hier noch nicht so gut und kann auch nicht so gut wirken. Jetzt kommt der T-34. Den hittet er sehr schön, schön in die Seite geschossen. T-34. Da dementsprechend wäre jetzt sogar im One-Shot-Bereich, sofern er denn so stünde. Ja, der bleibt so. Das dürfte ein Killshot werden. Sehr nice. Dann nimmt er den raus. Und jetzt kommt da noch ein IS. Das... ein IS-3 bei ihm in der Nähe. Jetzt muss er sich überlegen, auf wen geht er. Der IS ist auf jeden Fall ein One-Shot. Kanone aimt ein, er schießt ihn raus und zack, macht den Shot. Er schreibt auch Damn Gold Noob. Naja. Wieso ist er jetzt der Gold Noob? Gut, man muss nicht alles verstehen. Teilweise, egal wenn man gekillt wird, wird man sofort als Gold Noob betitelt. Ist natürlich hier etwas fail, aber egal. So, jetzt kommt er auf den anderen IS-3, unterstützt hier jetzt die Arti und der Indian Panzer ist leider zerstört worden. Er ist jetzt hier offen, aber dadurch, dass der Gegner, der konzentriert sich jetzt hier praktisch nur auf die Arti. Der andere sture Emil ist ein One-Shot. Nein, nein, länger einaimen, länger einaimen. So, und jetzt hat er gleich ein massiveres Problem, weil der Gegner kann sich jetzt auf ihn nämlich konzentrieren. Der IS-3 jetzt auch im One-Shot-Bereich. Komm, mach ihn weg. Sehr schön. Den nimmt er aus dem Spiel. Jetzt hat er dann noch den sturen Emil, der für ihn ebenfalls One-Shot ist, sowie den Tiger. Da kommt der... oh, da kommt der Emil. Auto-Aim auf den Emil. Und wow, was ein Snapshot. Da nimmt er ihn raus. Sehr schöner Hit. Er verteidigt hier jetzt als einziger. Also wenn er jetzt hier nicht mehr stünde, würde der Gegner jetzt entspannt durchkappen. So, jetzt trifft der Tiger.
mit AP und nimmt den Richtschützen raus. Er muss doch aufpassen, weil so viel Schuss hat er nicht mehr. Also für den Tiger wird es auf jeden Fall natürlich noch langen. Aber allgemein sehr überschaubar. Aber hier kommt die Gun Depression wieder super zum Einsatz. Da ist er jetzt auch. Jetzt lässt er sich viel Zeit mit einämmen. Und sehr schön. Der Tiger selber hat noch nicht mal zurückgeschossen. Ja, selber müsste jetzt eigentlich nur HE laden und dann den sturen Emil damit behaken. Würde schon langen. Sogar jetzt One-Shot möglich. Und nimmt ihn raus. Sehr schön gemacht. Und jetzt steht sein Team noch da drüben mit dem VK. Aber den sollten sie machen. Wobei, man darf nicht vergessen, die selber, die VK, hat eine brutale Panzerung. Und sie sind hier noch mit Tier 8. Mit einem Panther, mit einem Super Pershing 110er. Die sind alles keine Durchschlagsmonster. Also mal schauen, ob er hier vielleicht sogar noch einen Schuss drauf bekommt. Der Krieger würde ihm auf jeden Fall sehr gut stehen. Ah, 1200 Struktur hat er noch. Super Pershing ist im One-Shot-Bereich. Der Panther hat auch in Anführungszeichen nur 1300. Der 110er müsste hier gleich aufploppen. Auch nur noch 800 IS. Also der VK kann sich hier zumindest noch teuer verkaufen. Das auf jeden Fall. Zeigt er hier, dass er den Super Pershing jetzt mal rausnimmt. Und der VK wird auch noch von einem guten Spieler gespielt. Also er selber dürfte schon um seine Stärken und des Panzers wissen. Ah, jetzt kriegt er aber peu à peu den Damage. Aber finde ich schon mal bei Niki sehr schön. Andere Spieler und mich wahrscheinlich eingeschlossen würden da wahrscheinlich gar nicht mehr hinfahren, weil sie sich denken, krieg eh nichts mehr davon ab. Und er probiert's und vielleicht kann er auch da doch noch was reißen. Mit diesem wunderschönen Panzer. Oh, jetzt auch der, jetzt hat er was, wer hat denn da noch so wenig? Der ES 45 Struktur. Und er hat noch 313. Vielleicht kriegt er noch was. Oh, da kommt er auf ihn drauf. Und er nimmt den raus und macht seinen Krieger klar. Sehr schöner Kill. Und man sieht also da nicht die Flinte ins Korn werfen. Hat am Ende 4619 Schaden gemacht. Wirklich beachtlich mit diesem Panzer. Ja, und damit mit der letzten Granate im Magazin verbleiben, beziehungsweise im Lauf verbleibend, verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr wisst ja, wenn der deutsche Stahl genehm ist, dann immer einen Daumen da lassen. Und natürlich freue ich mich auch über ein Abo, das ist ganz klar. Von dem her alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.